Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Emotar Creators. Der YouTuber Mottolos oder Mottolos, wie auch immer man das aussprechen möchte, hat ein Video hochgeladen, in dem er die Existenz von Giraffen anzweifelt und auch gegen die Existenz von Giraffen argumentiert. Das Ganze klingt erstmal ziemlich logisch und stichhaltig und ich habe auch erstmal daran geglaubt, aber wenn man ein wenig weiter recherchiert und mal etwas kritisch an die ganze Sache rangeht, kommt man darauf, dass Giraffen vielleicht doch wirklich existieren könnten. Ne? In der Tat. Und wir schauen uns in diesem Video einfach mal an, wie stichhaltig die Argumente von Mottolos in seinem Video wirklich sind, gehen die jetzt mal einzeln durch und stellen uns die Frage, könnte es sein, dass Giraffen in Wahrheit doch wirklich existieren? Und wenn das so wäre, warum möchte Mottolos uns erzählen, dass Giraffen nicht existieren? Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran, los geht's. Kurzer Zwischenschnitt, bevor ihr dieses Video hier weiterschaut, solltet ihr euch zuerst das Video von Mottolos anschauen. Das Video habe ich euch einmal in der Videobeschreibung, in den Kommentaren angepinnt und das Video habe ich euch auch einmal hier irgendwo oben verlinkt. Klickt das Video auf jeden Fall zuerst an, bevor ihr das Video weiterschaut, sonst macht dieses Video hier keinen Sinn, beziehungsweise wird das Video hier weniger interessant. Schaut das Video zuerst an und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Herzlich willkommen zurück. Das Video von Mottolos ist jetzt zwar schon ein paar Wochen alt, allerdings denke ich, ist es noch nicht zu spät, dieses Video hier zu machen. Deswegen wollen wir uns heute einmal anschauen, ob die Argumente und Quellen vielleicht falsch sind oder vielleicht sogar nur frei erfunden sind. Und das werden wir heute in diesem Video beleuchten. Also fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Argument, beziehungsweise die erste Quelle, die Mottolos in seinem Video so vorstellt. Und das ist so ein Reddit-Beitrag, beziehungsweise hat einer dieses Bild hier auf Reddit gepostet und dieser Kommentar kam da drauf. Dieser Kommentar ist jetzt ein wenig lang zum Vorlesen, aber basically steht da einfach drin, dass Giraffen nur Überwachungsroboter der Regierung sind und dass die in Afrika nur dazu da sind, da Tests zu machen. Das heißt, in Afrika ist eigentlich nur ein riesen Testgebiet für Giraffenroboter. So logisch das Ganze jetzt auch klingen mag, ist das Ganze unserer Einschätzung nach trotzdem gefälscht. Die Reddit-Beiträge sind eigentlich immer sehr gut kontrolliert und werden auch mehrmals auf den Wahrheitsgehalt überprüft. Nein. Allerdings scheint es dieser Kommentar trotzdem auf Reddit geschafft zu haben, trotzdem er eben eine unwahre Behauptung enthält. Das nächste Argument, das Mottolos in seinem Video vorbringt, ist jetzt ein richtiges Argument. Und das ist nämlich, dass die Giraffe Melman in dem Film Madagaskar animiert wurde. Und falls ihr den Film nicht gesehen habt, das ist ein Film, da brechen Tiere aus dem Zoo aus und so weiter und die landen dann eben auf Madagaskar. Und das Ganze scheint schon aufwendig. Warum sollte man eine Giraffe animieren, wenn es Giraffen jetzt wirklich gibt? Allerdings müsste man auch weiter nachdenken und sagen, wenn es jetzt diese Überwachungsroboter gibt, die eben Giraffen darstellen, warum hat man nicht so einen Überwachungsroboter genommen und einfach in diesen Film reingepackt? Und warum sind die ganzen anderen Sachen in diesem Film auch animiert? Also Steine, Sand, Wasser, was auch immer, alle anderen Tiere, Zebras, Nilpferde und Löwen. Ist entweder unsere ganze Welt nur von der Regierung uns vorgegaukelt und alles existiert nicht? Relativ unwahrscheinlich, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass wenn es Überwachungsroboter der Regierung gäbe, die aussehen wie Giraffen, warum hat man die nicht im Film verwendet? Weil kein Mensch würde den Unterschied merken zwischen einer echten Giraffe und einem Überwachungsroboter-Giraffen-simulierten Ding. Was, Bruder? Weil noch niemand eben so eine echte Giraffe gesehen hat, weil die ja nicht existiert. Deswegen hätte es keiner gemerkt, wenn da eben ein Überwachungsroboter in dem Film die Giraffe dargestellt hätte. Aber dadurch, dass der ganze Film sowieso animiert ist, hätte eine echte Giraffe da gar nicht reingepasst, beziehungsweise ein echter Überwachungsroboter. Also können wir sagen, dieses Argument ist auch ein wenig fragwürdig, beziehungsweise würde ich sagen, wir haben dieses Argument widerlegt. Die nächsten Argumente werden wir jetzt nicht ganz so ausführlich durchgehen können, aber wir gehen auf jeden Fall trotzdem die meisten wichtigen Argumente aus dem Video durch, denn andernfalls wäre dieses Video nicht hochwissenschaftlich und ordentlich gemacht. In der Tat. Also das nächste, was Mottolos zeigt in seinem Video, ist dieses Bild hier. Und das soll angeblich nahe der Area 51, das ist so eine Zone des Militärs, wo kein Mensch hin darf und wo Aliens auch gelandet sein sollen und so weiter, eben eine Giraffe zeigen, die noch nicht eingefärbt worden sei. Beziehungsweise, wenn man genau hinschaut, sieht man auch die zweite Giraffe, die da so ein wenig im Hintergrund ist. Dieses Bild sieht auch erstmal echt aus und ich hätte dem Ganzen auch erstmal geglaubt, wenn wir nicht weiter recherchiert hätten. Und wir haben weiter recherchiert und nach stundenlangem Suchen, nach tagelangem Suchen und Recherchen im Internet sind wir auf das Originalbild gestoßen. Hier seht ihr jetzt aktuell noch die Fälschung mit den noch nicht eingefärbten Giraffen und hier seht ihr jetzt das Original. Definitiv nein. Ihr seht, die Giraffen haben Farben. Das Ganze wurde von irgendjemandem gefälscht. Und wenn wir sagen irgendjemanden, dann meinen wir natürlich Mottolos. Warum hast du das gefälscht? Vermutlich, weil du keine besseren Argumente hast, weil Giraffen nämlich doch existieren. Zu dieser Erkenntnis kommen wir später noch, aber das behaltet auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Weiter im Video sagt Mottolos dann als ein weiteres Argument, dass Giraffen ja keine Geräusche machen. Habt ihr nicht schon mal eine Giraffe gehört? Was für Geräusche die machen? Richtig, die machen keine Geräusche. Dass sie aus diesem Grund nicht existieren können. Aber das Ganze widerlegt er quasi selber in seinem eigenen Video ein paar Sekunden später. Und zwar sagt er dann, dass Giraffen Brummgeräusche machen. Aber warum sollten Giraffen Brummgeräusche machen? Er sagt in seinem Video, dass Giraffen Brummgeräusche machen, weil sie ja Motoren haben. Und warum summen sie? Richtig, weil sie Motoren in ihren Körpern haben. Natürlich.
weil sie sich fortbewegen müssen. Aber erst hat er gesagt, dass Giraffen keine Geräusche machen. Hä? Also wie will man das beides unter einen Hut bringen? Er hat eben versucht, beide Argumente zu benutzen in seinem Video und dadurch beide Argumente gleichzeitig widerlegt. Das Ganze klingt schon sehr inkonsistent und dazu kommen wir auch später noch, dass das Video vielleicht nicht ordentlich wissenschaftlich recherchiert wurde oder vielleicht doch nicht ganz so hundertprozentig korrekt und stimmig ist, aber das werdet ihr in diesem Video hier ja noch sehen. Der nächste Beweis oder die nächste Quelle in seinem Video ist dieses Meme hier. Und da steht hier oben, einfach frei übersetzt, oh, ich bin auf eine Giraffe getreten. Nice. Man sieht diesen Mann auf seinen Schuh schauen oder diese Zeichenfigur und darunter sieht man dann den Schuh und hinter dem Schuh ist nichts. Laut Mottolos. Weil Giraffen nicht existieren, Leute. Giraffen existieren nicht. Sie existieren nicht. Ja, das Ganze klingt jetzt noch logisch, bis man herausgefunden hat, dass dieses Meme schon wieder eine Fälschung ist. Hier seht ihr das Original. Und das ist jetzt auch nicht von uns bearbeitet, das ist das Original, das, die Version von Mottolos ist eine Fälschung. Das ist Original, das ist die Fälschung. Wann werden Argumente gefälscht? Immer dann, wenn man keine richtigen hat, aber trotzdem etwas beweisen muss. Und ich überspringe jetzt natürlich in diesem Video mal ein paar Sachen. Ich sagte ja, ich kann nicht jedes Argument durchgehen. Aber auf jeden Fall kommt er noch zu diesem Tweet hier von Donald Trump, in dem er angeblich schreibt, das soll der letzte Tweet von Donald Trump sein, nachdem er auf Twitter gebannt wurde, in dem quasi steht, solange ich auch die Möglichkeit habe, muss ich euch die Wahrheit über Giraffen erzählen. Und dann wurde Donald Trump gebannt. Aber das ist ziemlich unlogisch, schon wieder. Denn warum sollte Donald Trump, wenn er weiß, dass er für diese Aussage quasi irgendwie mundtot gemacht wird, beziehungsweise gebannt wird auf Twitter, warum sollte er dann erst nur schreiben, ich werde es euch jetzt erzählen und dann warten, bis er gebannt wird und dann kann er es nicht mehr erzählen. Er hätte es doch gleich in der ersten Nachricht geschrieben, dann hätte es die ganze Welt erfahren und er hätte nicht erst gebannt werden können, wenn er es schon veröffentlicht hätte. Hätte es zwar schon gelöscht werden können, aber er hätte nicht dafür gebannt werden können und es noch nicht erzählt haben können. Das hätte dann schon jeder gewusst. Und außerdem ist das genau wie all die anderen Argumente auch eine Fälschung. Das Original von diesem Tweet hier ist... Solange ich noch die Möglichkeit habe, möchte ich euch die Wahrheit über den besten YouTube-Kanal der Welt erzählen. Und zwar Emotar Creators. Emotar Creators ist der beste YouTube-Kanal der Welt. Ihr solltet diesen auf jeden Fall abonnieren. Das gibt eine Anzeige. Und das ist eine offizielle Empfehlung von Donald Trump. Und hier seht ihr es nochmal. Das ist die Fälschung von Mottolos. Und das ist das Original, das wir gefunden haben. Seht ihr das? Fälschung, Original, Fälschung, Original. Jetzt denke ich, haben wir schon eigentlich genug Argumente entkräftet. Aber zu einer Sache möchte ich noch kommen. Und zwar hat er in seinem Video gesagt, dass wenn man Giraffe aufschreibt und jeden Buchstaben nach hinten quasi so weglöscht, bis nur noch das G übrig bleibt und das Ganze dann mit anderen Buchstaben wieder auffällt, kommt man irgendwann bei Government raus. Und damit hat er quasi bewiesen, dass wenn man diesen hochwissenschaftlichen Rechenweg anwendet, eben bei einem Wort. Ach, das ist Expertensprache. Wenn du auch ein Experte sein willst, musst du den kleinen Finger hochheben. Dann kommt man eben bei Regierung raus und deswegen macht die Regierung und die Giraffe gemeinsame Sache, beziehungsweise hat die Regierung die Giraffe nur erfunden. Aber das Ganze kann man jetzt auch mit einem anderen Wort machen. Und zwar mit einem Namen. Mottolos. Beispielsweise Zoo. Man löscht jeden Buchstaben nach hinten, genau wie bei der Giraffe, und füllt das dann mit anderen Buchstaben wieder auf. Und wo kommt man dann raus? Nämlich beim Mainstream. Und das führt uns auch schon zum Fazit. Mainstream. Wieso steckt im Mottolos quasi Mainstream drin? Und das liegt daran, dass Mottolos gemeinsame Sachen mit der Regierung gemacht hat. Und zwar aus dem Grund, dass er etwas vertuschen wollte. Er, beziehungsweise den Plan der Regierung, wollte eine riesige Aufmerksamkeit auf die Giraffe lenken, die angeblich von der bösen Regierung gefälscht sein sollte, beziehungsweise vorgetäuscht werden sollte. Und dann wird irgendwann bewiesen, dass die Giraffe doch existiert, also mit hundertprozentigen Beweisen, die irgendwie jeder glauben muss. Jeder glaubt, das war jetzt nur irgendwie eine Theorie, die hat jetzt halt mal nicht gestimmt. Und in der ganzen Zwischenzeit hat keiner über die wahren Probleme nachgedacht. Und zwar Igel. In der Tat. Igel sind viel kleiner als Giraffen. Igel haben Stacheln. Das heißt, keiner würde einen Igel berühren. Man sieht Igeln eigentlich schon im Gesicht an, dass es nur eine Maschine sein kann. Ich zeige hier jetzt mein Originalbild eines Igels. Ihr seht, leuchtende Augen, das liegt an den Infrarotkameras in den Igeln. Und Igel wirken auf die meisten Menschen, die noch unwissend sind, ziemlich süß und niedlich. Und keiner würde einem Igel etwas tun. Gerade auch, weil sie stachelig sind. Und Igel können in jedem Busch sitzen und können euch belauschen. Doch das Ganze wollten wir nicht zulassen. Igel sollen euch nicht überwachen können. Die Regierung soll euch nicht in Form von Igel überwachen können. Mottolos, du sollst uns nicht in Form von Igel überwachen können. Deswegen haben wir zwei Produkte rausgekommen. Ich komme zum ersten Produkt und das ist nämlich eine App. Die könnt ihr für nur 20 Bitcoins im App Store erwerben. Die sieht so aus und da könnt ihr einfach auf Suche starten klicken. Und jeder Igel in 300 Meter Entfernung wird hiermit genau erkannt. Euch wird die Richtung gesagt und die Meteranzahl. Und ihr könnt den Igel einfach nehmen und entfernen. Igel solltet ihr nicht zerstören, weil wenn ihr den Igel zerstört, dann kommt die Regierung und merkt das,
weil ihr Igel nicht mehr funktioniert und so weiter. Deswegen Igel bitte nicht zerstören, sondern nur außerhalb der 300 Meter Höhe bringen. Denn Igel können euch sicher nicht mehr überwachen in 300 Meter Entfernung. Denn diese App kennt die Systeme von Igeln bzw. die Mikrofone von Igeln. Das heißt, wenn die App die Igel nicht mehr kennt, können die Mikrofone euch auch nicht mehr hören bzw. die Kameras. Und genau wie die App schützt auch dieses T-Shirt hier vor Igeln. Dieses T-Shirt hier hat einen Aufdruck mit einem Igel, der durchgestrichen ist. Und das heißt quasi einfach nur keine Igel. Und in diesem Shirt sind spezielle Alufasern eingenäht, die euch vor Igeln schützen. In der Tat. Habt ihr dieses Shirt an, habt ihr quasi keine Gefahr mehr vor Igeln. Außer ein gewitziges Restrisiko, das bleibt. Das könnt ihr eigentlich mit der App ausschließen. Aber falls ihr es noch sicherer haben solltet, solltet ihr gleichzeitig noch diesen schicken Hut hier tragen. Nice. Auf dem steht, Igel existieren nicht, Igel sind Überwachungsdrohnen. Und wenn ihr diesen Hut in Kombination mit diesem T-Shirt und dieser App nutzt, dann seid ihr wirklich sicher, euch wird kein Igel belauschen, attackieren, sonst was, was Igel halt so machen. Igel sind Überwachungsdrohnen der Regierung. Und Motulus hatte in seinem Video ein schönes Gedicht über Giraffen, die angeblich nicht echt sind. Das ist ja nur ein Ablenkungsmanöver. Aber wir machen ein besseres Gedicht. Motulus, du glaubst, Giraffen sind nicht echt. Wir glauben, sie sind echt. Wir haben recht. Wow! Schönes Gedicht. Lasst eure Meinung zu diesem Gedicht, zu diesem Video, zu dem ganzen Igel, Giraffen, nicht real Thema und so weiter in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like da. Oder falls ihr von der Systemregierung seid, könnt ihr natürlich auch ein Dislike da lassen. Aber YouTube zeigt diese eh nicht mehr an, egal ob ihr von der Systemregierung seid oder nicht. Deswegen lasst ein Like da. Und ihr könnt auch noch gerne diesen Kanal abonnieren. Und hier geht es nochmal zu dem Video von Motulus, das ihr eigentlich hättet schon vorher anschauen können, vor diesem Video. Und hier geht es zu dem Kanal von Motulus. Hier könnt ihr den Kanal von Motulus abonnieren. Hier geht es zu unserem neuesten Video. Und hier könnt ihr nochmal unseren Kanal abonnieren. Ansonsten war es das schon mit diesem Video. Bis dahin und tschüss.